Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mal kein typisches Review machen, sondern die beiden zurzeit beliebtesten Selbstwegetankverdampfer, den Krios RTA und den Griffin RTA, im direkten Vergleich stellen und meinem persönlichen Ranking-System bewerten. Wer am Ende aber meiner Meinung nach die Nase vorn hat und welche Unterschiede es zwischen den beiden Tanks gibt, das seht ihr jetzt. Zuerst einmal zur Verpackung. Hier sind beide sehr ähnlich, wie ihr sehen könnt. Auch beim Inhalt gleichen sich beide recht stark. Zum einen haben beide ein Ersatzglas dabei und ein Päckchen mit Ersatzohrringen, Schräubchen und beim Krios zusätzlich noch Fertigwicklung und Draht zum Selberwickeln. Ein Päckchen mit Watte besitzt nur der Krios. Hier nun die Tanks im direkten Vergleich und meinem ersten Bewertungspunkt, das Aussehen. Hier gefällt mir der Krios persönlich etwas besser, da er einfach kompakter und stylischer ist, was ich persönlich sehr gerne mag. Daher 3 Sterne für den Krios und 2 für den Griffin. Als nächstes kommen wir auch direkt zu meinem zweiten Bewertungspunkt, dem Drip-Tip. Das Glas-Drip-Tip vom Krios ist hier deutlich angenehmer und erhitzt sich nicht, wodurch auch hier der Krios mit 3:2 gewinnt. Der dritte Bewertungspunkt, die Airflow. Hier geben sich beide nichts. Die Airflows sind sehr smooth und lassen sich gut regulieren. Hier erreichen beide die maximalen 3 möglichen Punkte. Beim vierten Punkt, dem Füllsystem, hat der Krios die Nase vorn mit 3:2, da ich das System bei ihm einfach gut finde. Bei der Kapazität und dem damit fünften Bewertungspunkt gewinnt auch der Krios, wenn auch nur knapp, aufgrund seines 0,7 ml größeren Tanks, der bei manchen Entwicklungen wirklich notwendig ist. Bewertungspunkt Nummer 6, das Deck. Hier hat der Griffin für mich aufgrund seines größeren Decks die Nase vorn. Es ist wie in diesem Beispiel sogar möglich, einen Alien-Draht zu verbauen, was beim Krios extrem schwierig würde, weil die Löcher dafür einfach zu klein sind. Und zu guter Letzt noch Punkt 7 und 8, Dampf und Geschmack. Hier tun sich beide nichts und sind sich ebenwürdig. Mit jeweils 3 von 3 möglichen Punkten in beiden Bereichen erreichen sie hier das Beste, was möglich ist. So, nun habt ihr beide Tanks im direkten Vergleich gesehen. Natürlich ist das Ganze nur meine persönliche Meinung mit der Bewertung, aber nach meiner Bewertung gewinnt der Krios mit 23 von 24 möglichen Punkten, knapp vom Griffin mit 20 von 24 möglichen Punkten. Damit ist der Griffin immer noch ein Top Selbstwegetankverdampfer, aber der Krios ist für mich zurzeit einer der besten, die es auf dem Markt gibt und ja, ich kann jeden empfehlen. Mir gefällt der Look, besonders das Glas-Strip-Tip, die 1,2 ml Tankvolumen der Krios mehr hat, einfach besser als beim Griffin. Dazu kommt das Befüllsystem, was beim Krios einfach ja, cool gemacht ist. Allerdings muss ich sagen, beim Griffin ist das Deck einfach besser. Das größere Deck, man kann größere Wicklungen drauf machen, aber im Endeffekt vom Geschmack und von der Dampfentwicklung geben sich beide nichts. Wer also lieber ein größeres Deck haben möchte und dem das Drip-Tip und dieses besondere Top-Build-System und der größere Tank nicht so wichtig sind, der soll zum Griffin greifen. Wer aber auch gerne kleine Entwicklungen macht, der soll zum Krios greifen. Im Endeffekt kann ich beide guten Herzens empfehlen. Es sind beides sehr gute Selbstwegetankverdampfer und gehören für mich zu Platz 1 und Platz 2, die zurzeit auf dem Markt sind. Jetzt aber mal die Frage an euch. Besitzt ihr schon einen von beiden oder besitzt ihr sogar beide vielleicht? Welchen findet ihr besser? Schreibt es mal in die Kommentare rein. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Ein Abo wäre echt der Hammer. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und die 1,2 ml Tankvolumen, die der Griff...